Der 43-jährige Wendell Hollingsworth wird beschuldigt, eine Kirche ausgeraubt zu haben. Er soll mehrere Menschen mit einer Schusswaffe bedroht und Geld von ihnen verlangt haben. Vor Gericht war als Urteil eine 5-jährige Gefängnisstrafe angedacht. Doch Hollingsworth erhielt durch seinen Auftritt im Gerichtssaal am Ende eine Haftstrafe von 100 Jahren. Es war der 28. Januar 2007 in Columbus, Ohio. Während eines Gottesdienstes in der katholischen Kirche Christ the King führte Wendell Hollingsworth einen bewaffneten Raubüberfall durch. Auch mit dabei war seine Komplizin Celeste Smith. Sie kümmerte sich darum, das Geld der Bürger im Gottesdienst einzusammeln. Währenddessen bedrohte Hollingsworth seine Opfer mit einer Schusswaffe. Nachdem sich die Täter die Taschen mit Bargeld gefüllt hatten, verließen sie wieder zügig die Kirche. Wenige Minuten später wurden sie von der Polizei in der Nähe der Kirche in Columbus festgenommen und verhört. Die 51-jährige Komplizin Celeste Smith gab zu, mit Hollingsworth zusammengearbeitet zu haben. Sie bekannte sich wegen Raubes schuldig und wurde zu 6 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Der Angeklagte Wendell Hollingsworth gab an, sich bei einem Sturz ersichtlich am Rücken und am Hals verletzt zu haben. Dadurch hätte er beim Raubüberfall gar nicht mitwirken können. Zur Gerichtsverhandlung wurde er in einem Rollstuhl gebracht. Nach mehreren Gesprächen zwischen der Staatsanwaltschaft und seinem Verteidiger wurde ihm als Urteil eine Gefängnisstrafe von 5 Jahren angeboten, wenn er denn die Wahrheit erzähle. Doch der Angeklagte lehnte ab und bestritt weiterhin den Raubüberfall. Er äußerte sich negativ über die Religionszugehörigkeit seines Verteidigers, spuckte ihn an und demütigte ihn. Bei einer darauffolgenden Gerichtsverhandlungen begann Hollingsworth aus seinem Rollstuhl heraus, seinem Pflichtverteidiger James Scott Wiseman mehrmals zu treten und zu beschimpfen. Kurz darauf wurde er von der Polizei mit einem Elektroschocker ruhiggestellt. Der Strafverteidiger wurde wegen einer Schnittwunde an seiner Hand ärztlich behandelt. Ein weiterer Hilfs-Sheriff wurde mit dem Taser versehentlich am Fuß getroffen. Kurze Zeit später brachten die Abgeordneten Hollingsworth wieder zurück in den Gerichtssaal. Die Polizei fesselte ihn mit schwarzen Gurten am Rollstuhl fest. Auch wurde ein weißer Spuckschutz mit einem Netz um seinen Kopf und seinen Mund gewickelt. Ich empfehle meinem Mandanten, von der nächsten Verhandlung fernzubleiben. Ja, schick mich ins Gefängnis. Ich will nicht mehr Teil hiervon sein. Das hier ist eine Komödie. Warum machen Sie hieraus eine Komödie? Daraufhin begann er sich zu beschweren, dass er keinen fairen Prozess bekommen würde. Hollingsworth forderte beim Richter, seinen Verteidiger zu feuern. Scott Wiseman jedoch vertrat weiterhin seinen Mandanten. Da man dem Angeklagten nicht erlauben würde, seinen Strafverteidiger zu feuern, tickte er erneut aus und forderte den Richter sofort auf, ein Urteil für ihn auszusprechen. Warum sollte ich anwesend sein? Ich werde keinen fairen Prozess bekommen. Das hier ist kein fairer Prozess. Alles, worum ich Sie gebeten habe, war, diesen Anwalt zu feuern. Die Höchststrafe, die er halten könnte, beträgt 104 Jahre. Okay, wenn das so ist, gebt mir gleich 250 Jahre. Jetzt, sofort. Das ist doch unfair. Ich mache hier nur meinen Job. Okay, dann behandeln Sie mich fair. Und Sie sind katholisch? Ich wurde angeklagt, eine katholische Kirche ausgeraubt zu haben. Ich will einen fairen Prozess. Das hier ist ein Witz. Der Verhandlungsprozess wurde an einem anderen Termin fortgesetzt, bei dem das Urteil von Hollingsworth verkündet werden sollte. Bei diesem Termin vertrat der Pflichtverteidiger seinen Mandanten, der an der Gerichtsverhandlung nicht teilnahm. Am Ende lautete das Urteil vom Richter 100 Jahre Gefängnisstrafe. Wie ist deine Meinung? Hättest du auch das Urteil von 5 Jahren Gefängnisstrafe auf 100 Jahren hochgestuft? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Über ein Abo von dir würde ich mich riesig freuen, denn meine nächsten True Crime Stories warten schon auf dich. Aktiviere auch die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.